So, moinsen, Freunde. Willkommen zum ersten Super Smash Bros. Ultimate Let's Battle. Moin. Tag. Jetzt wieder in alter Frische mit Kefke. Mit seinem Link wieder, wie immer, und ich mit Falken. Es geht wieder los. Es geht wieder los, Leute. Wir sind umgewechselt von Wii U auf Nintendo Switch, Alter. Jetzt geht's ab hier bei Let's Battle Super Smash Bros. Ultimate und auch in Zukunft die nächsten 1000 Parts wieder. Vor allem 1000? Ja, moin. Ja. Hauptsächlich spielen wir bei den Let's Battles eigentlich nur Smash, ne? Ja, ist halt so. Jo. Was soll man denn sonst machen? Jo. So, und jetzt zeigen wir euch, was wir hier in Smash Bros. Ultimate gelernt oder mitgenommen haben aus dem Wii U-Teil. Wir können einfach nichts. Oh. Okay, das sollte er eigentlich nicht machen, das Knie. So, und die altbekannten Regeln, 5 Leben mit 7 Minuten Zeit diesmal, ohne Items und nur Omega. Und nach 2,5 Minuten wandelt sich die Stage in eine andere Omega-Stage um. Warum kann ich jetzt die Bombe... Oh ja, okay. Ja, verbuggt. Ist einfach verbuggt. Ich habe immer noch deine Bombe. Was soll das? Das darfst du nicht, das darfst du nicht. Also, fuck. Ja, ja, ja. Nee, nix. Nix mit Falken dran. Wird nix. Was? Getroffen, Mann. Ja. Knie. Meteor. Boah, Alter. Junge. Teabagging, Teebeutel. Oh, ach scheiße. Teebeutel macht man eigentlich nur über den toten Gegner. Ja. Aber es geht ja hier nicht, weil man denn raus ist. Was war das denn für ein Scheiß? Komm, ich will dich noch treffen. Nee, ich Na toll. Oh, ich hab's noch geschafft. Das ist so dumm. Achso, und ihr seht's auch immer, wenn in einem Duell einer ein Leben verliert, dann wird da so eine Anzeige da eingeblendet, wie im Fußball. Also jetzt aktuell 4-1 an Leben für mich. Nur damit du Bescheid weißt, ne, was das da ist immer, was da so eingeblendet wird. Jetzt. Scheiße. Nee, jetzt so nicht. Dumm. Da genau, da seht ihr's, 3-1. So weiter. Ja, das ist eigentlich Fußball rückwärts. Die verlierst Punkte. Jo, ja. Und das war die altbekannte Schlusskombo. Also ihr seht, Leute, es hat sich nicht viel verändert. Es ist nur ein anderes Smash-Spiel, ne? Ja. Jo. Und ich bin ein bisschen erkältet. Ja, das hört man. Ja. Jo. Achso, und natürlich sind jetzt auch mehr Kämpfer. Die Piranha-Pflanze habe ich auch schon als Kämpfer. Also jetzt insgesamt aktuell 75 am Start hier. Aber die, ja. Die Mains bei uns sind immer noch dieselben, also jetzt Captain Falcon, dann Ganondorf, dann Marv und so weiter. Also die Reihenfolge ist immer noch dieselbe. Ja. Bei dir auch? Nee, obwohl Donkey Kong jetzt eigentlich nicht mein Main ist, aber ich nehme ihn trotzdem jetzt einfach mal. So. Alter. Yo, Ganondorf hat hier ein anderes Outfit wieder, der hat wieder das aus Melee. Aus Ocarina of Time. Ja, ist doch gut. Ja, finde ich auch. In Brawl und Wii U hatte er nämlich das Twilight Princess Outfit. Und auch Zelda hat jetzt ein anderes Outfit. Falls ihr euch wundert, warum die Zelda euch so komisch vorkommt, das ist die Zelda aus A Link Between Worlds für den 3DS rausgekommen. Ich glaube 2013. Das kann sein. Ja. Deswegen sieht die so komisch aus. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Ja, nee, kann man mal machen. Ja, genau. Sie hat dann noch ein Ocarina of Time Kostüm hat sie ja auch noch, ne? Wow, shit. Ah, das ist halt ihr Standard. Ihre Standardversion, glaube ich mal. Ah, es wäre auch cool gewesen, wenn Ganondorf so ein zweites Kostüm von Twilight Princess und so hätte, ne? Das wäre auch gut gewesen. Oder das Kostüm aus Hyrule Warriors, stell dir das mal vor. Wär das ja, hier, ey, Alter, wäre das hier drin gewesen. Aus Hyrule Warriors wäre cool, ja. Junge, ey, wirklich, ich finde den Ganondorf aus Hyrule Warriors ist der beste Ganondorf aller Zeiten. Vom Outfit her, vom Aussehen. das ist irgendwie komisch, ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht da überhaupt. Aber der sah da auf. Ich glaube, der sah da ziemlich gut aus. Der sah aus. Richtig episch aus, ja. Wirklich. Ich finde, vom Aussehen her ist Ganondorf aus Hyrule Warriors der beste Ganondorf. Irgendwie habe ich ihn nicht mehr in Erinnerung. Dabei. Ich weiß nicht, ob er hier drauf ist auf dem Cover. Von Hyrule Warriors. Ich kann jetzt hier nicht öffnen, weil der Sessel da am ist. Egal. Konzentrieren uns lieber auf den Kampf. Ja. Ich kann ihn dir gleich auf Google Bilder zeigen. Gockle. Alter, Kombo hier. Oh, Fehler? Nein, nee, kein Fehler. Kein Fehler. Oh, das war ein Fehler. Ach, scheiße.
Ja, ich will dich immer locken, damit du dein Schild verlierst. Oh Gott, jetzt kann ich dich nicht mehr retten, ey. War das jetzt wegen mir oder was? Ja, klar war's. Hey, wie denn sonst? Okay. Ja, weißt du? Oh! So, also so bescheuerte Fehler mache ich nur auch nicht. Hä? Ja, dafür konnte ich ja nichts. Dass ich mich nicht mehr retten kann. Na, ich bin schon wegen dir eben rausgeflogen, nicht wegen Fehler. Okay. Jetzt! Ach, scheiße. Ja, ich wollte die eine Attacke eigentlich machen. Mach ich halt so, bam, zack. Und schön bam. Ach so, und Leute, hier in Ultimate gibt es jetzt auch wieder wie in Melee dieses seitliche Ausweichen da. Wie ihr seht, das mache ich die ganze Zeit gerade. Bloß da müsst ihr aufpassen, wenn ihr es über dem Abgrund macht, dann könnt ihr euch einige Sekunden lang nicht bewegen und fallt unkontrolliert nach unten in den Abgrund. Das ist natürlich nicht ja, so schön. Ansonsten kann man auch das hier machen. Man kann dieses Ausweichen so mit dem Greifen an die Stage verbinden. Das ist auch so eine, ja, fast schon Pro-Taktik. Das hilft euch ein bisschen auf die Stage zu kommen. Ach, schon vorbei? Ja. Diesmal ist gar nicht dieser Zeitlupenangriff gekommen, ne? Welcher Zeitlupenangriff? Weißt du was? Na, beim letzten Leben. Wenn ich dir den letzten Angriff zufüge. Ach so, das? Dieses komische ja. Aufleuchten da, ne? Ja, ich weiß. Weil in Ultimate ist es jetzt auch so, ne, das werdet ihr nachher noch sehen, dann werde ich es euch erklären, wenn es gleich vorkommt. Ne? Gut, Murphy. Dunkle Samus. Ja, die ist jetzt ein Main von mir, tatsächlich. Warum nicht normale? Weil es ist fast dasselbe. Ja, doch dieselben Angriffe fast. Ja, los geht's. Von daher, also nehme ich die normale Samus eigentlich auch. Und natürlich ja. Sigurd Samus. Ja. Ich hätte doch nicht Samus nehmen sollen beim Schwertkämpfer. Ja. Das ist dumm. Waffen gegen Schwert ist meistens schlecht. Ach, fuck. Oh, falsche Richtung. Hä, was? Ich hab gar nicht nach oben gedrückt, Mann. Alter. Ich mach hier einfach den Up-Smash, obwohl ich nicht nach oben gemacht hab. Was ist das für ein Bug? Wow. Alter, was? Liegt am Controller. Wanda. Ich gebe dem Controller die Schuld, dass ich nach oben gehe, obwohl ich nicht nach oben drücke. Okay. Yo, Jahrhundert-Kombo hier. Oh, ich dachte schon. Das hätte ich lesen darf. Ich springe über dich rüber die ganze Zeit, über deine Waffen. Ja. Die Geschosse. Die sieht man ja auch kommen meistens. Aber nicht immer. Ah Mann, ich wollte die Ken-Kombo machen. Ich weiß nicht, ob die Ken-Kombo noch möglich ist in Ultimate und das war ein übelster Fehler gerade. Na, fast. Ich krieg die Ken-Kombo mal fast hin, ey. Oh nee, das war dumm. Jo, und Marv's Taunts, beziehungsweise Marv hat jetzt eine andere Stimme. Im View-Teil dachte ich, es wäre Spanisch. Weil es vielleicht zu Fire Emblem gepasst hätte, aber nee, er hat die ganze Zeit Japanisch geredet. Ja, lol. Ein bisschen dumm irgendwie schon von mir, Alter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Jo, aber jetzt, jetzt redet er ganz normal Englisch. Wie eigentlich die meisten Charaktere hier in dem Spiel. Ja. Ja, und da habt ihr dieses Wandeln gesehen, ne? Immer nach 2,5 Minuten habe ich es eingestellt, wechselt die Stage um zu einer anderen Omega Stage. Einfach damit es so ein bisschen Abwechslung reinkommt und ja. Und raus ist er. Weiß nicht, ob das den Kampf ein bisschen beeinflusst. Komm, jetzt die Ken-Kombo. Ach, scheiße. Na, das war's. Ich kann mich nicht retten. Ja, lol. Ich will es noch stylisch machen. Jo, wir dachten auch wieder so 1000 Minuten ungefähr. Ne, 20. 3000 Minuten.
Ey, das ist über eine Woche, ne? Oder? Ja. Ja, mindestens. Jo. So, Platz 4, Main, Mario. Samus. Sis. Samus, Stuss. Schnapp sie dir alle. Die Männer, ne? Und da ist sie wieder, die altbekannte Mario-Kombo aus Wii U. Oh, Alter. Hä, was? Was, du kannst ihn doch retten. Ja, klar. Ja, wie? Ja, indem man sich rettet halt. Mann. Mann, ich hab keine Chance gegen Mario, Alter. Mann, was soll denn das? Fuck, ey. Mann, mach doch mal. Nee, macht keiner. Okay, tschüss. Ey, Mann, ich dachte, er hält sich fest. Nee. Ey, warum? ich kann noch springen. Ich dachte, ich habe keinen Sprung mehr, aber ich geht noch. Alter, Das ist ja krass. mal mega kacke. Mann, hä? In der Luft ausweichen, Mann. Mach doch den Rettungsmove. Den Rettungsmove? Ab B, Mensch. Nein, mache ich nicht. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich kenne das doch schon. Ich bin immer noch nicht tot. Jetzt aber. Och, komm her jetzt. Yo. Was zum Döner? Jo, jo, jo. Nein, er soll seinen Rettungsmove machen, seinen Münzensprung, nicht seinen scheiß Cape, ey. Ja, genau so. So ist. Ey. Na, was machst du? Ich schlafe. Das ist unglaublich. Scheiße, was? War? Ja. Oh. Oh shit. Kann's mal sehen. Nee. Ja, jetzt flieg halt auch mal raus. Nein, will nicht. Okay. Immer dieses Cape, ne? Das ist, ja. Warum macht die das zur Seite, Mann, wenn ich das nach oben mache? Hallo.
Aber der kommt nicht in die Aufnahme drin. Oh, geht doch. Achso, das ist eigentlich. Okay. Da, warum? Ich hab jetzt den letzten Hit gesetzt, aber diese Standardanimation kam da nicht. Tja, keine Ahnung. Alles. Ich hab keine Stimme mehr. Warum muss er das machen? Naja. So, weiß ich nicht. Platz 5, Mewtwo, wir haben noch ein bisschen Zeit. Na schnell. Oder? Nee. Ach doch. Mann, doch. Nee, doch. Ja. Hey, was jetzt? Ich wollte gerade überlegen, ob ich lieber Cloud nehme, weil Cloud gegen Bowser ist schon irgendwie besser als mit Mewtwo. Grab. Du Scheiße, ey. Und weg. Ja, ich wusste, Cloud wäre gegen Bowser besser gewesen. Wenn du Cloud genommen hättest, hätte ich aber auch nicht Bowser genommen. Ja, stimmt. Hoffe, da war. Weil so schlau bin ich auch so. Nicht. Er schaut mich auch wieder. Warum ist da keine Musik auf dieser Map? Na, das sind diese Soundeffekte bei diesem einen Spiel da. Okay, was für Soundeffekte? Na, diese Blasen da, was da kommt. Keine Ahnung. What? Elektroplankton ist sowieso die beschissenste Stage ever in Ultimate. Warum haben die überhaupt reingemacht? Ja, echt. Vor allem beim. Wer kennt das Spiel? Wer kennt dieses Spiel überhaupt? Ich nicht. Elektroplankton. Wer kennt dieses Spiel für DS? Ist für DS rausgekommen. Ich kenne das nicht. Wer zur Hölle kennt dieses Spiel überhaupt? Alter, warum macht man denn so eine Stage da? Vielleicht kennt das nur 0,19% der ganzen Welt oder so? Ey. Weiß ich nicht. Ist nur eine ausgedachte Zahl jetzt, aber. Kann ja sein. Okay, oh, die Combo, Jungs. Bam. Okay. Tot? Tot. Ich hatte 79 erst. Ja. Alter, was ist denn das für ein Beschiss? Schmu, ey. Beschniss. Alter, was machst du? Fuck. Nee, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich nicht machen. Komm jetzt nochmal. Zack. Und zack. Und. Jo. Komm, jetzt muss doch die Attacke mal da kommen, die Finalattacke, wo denn diese Animation kommt. Kommt nicht, die hat keinen Bock. Irgendwie nicht. Bei Meteor Smash kommt die eigentlich auch immer. Aber warum jetzt nicht? Weiß ich nicht. Warum in der Aufnahme? Die Attacken nicht stark genug. Ja, das ist wieder typisch Vorführeffekt mal wieder, ne? Kann doch mal aufhören. muss mal sein, wa? Ja, muss wohl mal sein. Komm jetzt. What? Das fuck, Alter, während des Stage waren jetzt auch noch. Oh, oh, oh. Nee. Ey! Die Animation kam schon wieder nicht. Ja, weil ich nach hinten geflogen bin wahrscheinlich. Ja, klar, oder so. Ist klar, selbstverständlich, ey. Mann, jetzt hier im Let's Battle muss die Attacke jetzt kommen. Okay. Diese Animation da. Sonst kann ich euch das nicht erklären. So, jetzt nehme ich Cloud. Echt? Junger Link! Ja klar, Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer. Mini-Schwertkämpfer. Mini-Schwert. Hier so ein Bronzenschwert und du so ein Mini-Zahnstocher da. Naja, ist immerhin schon etwas besser. Jetzt gar nichts. Aber dafür ist Link nicht so eine Heulsuse, ja. Wie Cloud. Das war's mal wieder komplett. Ach, hey. Mann, Bruder muss los. Oh, der war hier. Nein, die Bombe. Oh, Scheiße. Oh. Lol. Was ist da passiert gerade? Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Nee, oh mein Gott, Link, hör auf damit. Achtung, der Bumerang kommt zurück. Oh. Echt, warte, hat gefehlt, hä? Na, wegen der Bombe noch. Die hatte ich noch in der Hand, glaube ich, deswegen. So, was mache ich denn? Ja, nee, den Limit darfst du nicht einfach aufladen. Das ist ein größer Fehler, den du machen kannst. Ja. Oh ja, die Scheiße wieder. Die Scheiße. Mann, warum roll ich denn da rein? Weil du da reinrollst. Ich rolle da rein, weil ich da reinroll. Lol. Oh, nee. Ach, ich hab uns beide getroffen. Finde ich nicht gut. Hetze. Als ob. Come on. Nein, ich hab doch gemacht. Er ist denn für ein Betrug schon wieder. Ja, klar. Ja, klar. Komm her, Mann. Oh, Alter. Fuck. Oh, perfekt, jetzt in der Luft. Abgetimt. Zack. Bam. Oh. Hä? What? Oh lol. Mein Gott, ey, das Let's Play ist auch schon wieder so legendär. Auf jeden Fall. Wir sind immer legendär. Auch wenn die Boars nicht mit drin sein werden. Obwohl die was nicht mit drin sein werden? Obwohl was? Nee, ich krieg einen Lachflash gerade. Ja, warum? Nee, obwohl die ganzen Boar-Sounds bestimmt mit drin sein werden in dem Video, werde ich es trotzdem nicht löschen, sondern einfach normal hochladen, ey. Weil allein deswegen ist das Let's Battle jetzt schon wieder legendär. Ja, das muss dabei sein. Das muss einfach dabei sein, ja. Sonst ist das kein richtiges Let's Battle, wenn so eine Kuriositäten mit drin sind. Kurios. Scheiße. Nein! Ja, uff. Komm jetzt. Achso, du hast noch zu wenig Schaden für diese Animation. Ja, für die Animation. Für den Anime. Nein, nicht selber umbringen. Was machst du ich denn? Ich wollte das nicht. Noch ein Kampf. Noch ein Krampf. Der Vorteilzer. Okay, okay, du müsstest zum Abschluss bei deinem letzten Leben bei 100% mal kurz stehen bleiben, ne? Dann nehme ich jetzt mal Bowser. Bei Bowser ist es eigentlich immer so, dass da die Animation kommt. So. Okay. Oh, dann musst du einfach mal stehen bleiben. Stehen bleiben bei deinem letzten Leben, damit ich das endlich mal zeigen kann. Mann. Okay. Okay, wenn das jetzt klappt, dann letzter Kampf hier. So. Alles klar, los geht's. Ansonsten bleib ich bei meinem letzten Leben stehen. Ah. Heulsuse, ey. Heultante. Ach, ey. Als ob eine halbe Dämonin einfach Heulsuse ist, oder was? Ey, Schreie. Ja. Oh, Alter, oh jetzt schon. Oh mein Gott. Okay. Was war das bitte? Zack. Und zack. Zack und kack. Oh, nee. Das ist nicht gut. Good job. Nächstes Mal weg. Ey, das waren Zero to Death. Nach wie vor 45,9%. Achso, meine Meinung zu diesen Kommastellen, die sind vollkommen sinnlos. Vor allem in KP-Battles, ne? Wenn der Gegner nur 0,1 KP hat. Ne, als ob das ja, mal vorkommt. Hatte ich schon drei oder vier Mal hatte ich das schon. Lol. Ja, und das ist dann richtig unnötig.
Und deswegen, Leute, meine Meinung ist, die Kommastellen da sind unnötig. Ja. Und komplett sinnlos. Dümmste neue Erfindung. Ja. Oder war das. War das nicht sogar schon mal. Nein, nee, nicht. Nee, war nicht. Okay. Also ist, doch. Ist komplett eine Erneuerung. Schlechter Erfindung. Ja, und auch diese Animation, die jetzt noch nicht vorgekommen ist, aber die hier auch neu ist in Ultimate, ich finde, die hätten sie auch nicht unbedingt machen müssen. Ja. Weil ich glaube, das produziert nur mehr Salt. Ja, vor allem bei dem einen, wenn man denkt, dass man rausfliegt, aber doch nicht rausgeflogen ist. Ja, genau. Genau, man fliegt nämlich bei dieser Animation nur zu 90% der Fälle raus. Manchmal ist man so, manchmal überlebt man doch noch, ne? Ja, das ist auch lächerlich. Das hatten wir auch schon so oft. Ja, das hat ja also so oft schon vorgekommen. Ne? Hatte das sehr oft gehabt. Da dachte ich, dass ich rausgeflogen bin, dann habe ich natürlich keine Knöpfe gedrückt und dann war ich aber noch drinnen und dann konnte ich mich nicht mehr retten. Das war echt dumm. Also da hätte Nintendo denn auch wirklich auch 100% diese Animation machen können, wenn man zu 100% wirklich rausfliegt. Weil wenn man es schon sieht, dass man das kriegt, dann und sich dann eh nicht mehr bewegt, weil man denkt, dass man rausfliegt, aber nö. Jo. So, ich mache jetzt so bis 70-80% noch ungefähr. So, okay. Kannst du jetzt bitte stehen bleiben? Okay. So, mal schauen, ob ich euch, mal schauen, ob die Animation jetzt eintritt. Warte, ich mach dich mal hier so an den Rand, genau. Okay. Da! Das ist die Animation. Da habt ihr sie gesehen. Die geht, die kommt immer nur dann vor, wenn man beim letzten Leben mit der finalen Attacke trifft. Dann kommt diese Zeitlupe. Das ist mega geil gemacht. Aber ich finde, es hätte nicht unbedingt reingemüsst, ne? In Ultimate. Vor allem, wenn du denn so eine Combo machst, ne? Mhm. Und zum Schluss denn diese Animation kommt, dann ist der Gegner nur noch mehr salty danach. Ja, ne? Genau. Und irgendwie schon. Wenn ich das noch überlebe und dann noch deswegen sterbe, weil... Ja, egal. Also Leute, zu 90% der Fälle fliegt ihr raus. In 10% der Fälle bleibt ihr trotzdem noch drin bei dieser... Und das macht einen auch salty, wenn man das sogar überlebt. Ja, bei dieser Animation. Weil dann ist natürlich klar, man denkt, man fliegt raus und drückt natürlich nichts und dann fällt man einfach die Stage runter. Ja, naja, gut. Ihr wisst bestimmt dann in den nächsten Let's Battles, was wir meinen, irgendwann, ne? So, und jetzt wichtige Frage an dich. Willst du noch ein Let's Battle mit Zufallscharakteren? Nee, nicht unbedingt. Alles klar. Gut, dann war's das mit Kevin erstmal. Mal wieder, ne? Komplett. Komplett vorbei. Gut. Guti, Leute. Dann bis zum nächsten Let's Battle. Bis dann. Ciao. Tschö.